Der Müll ist ja heute wirklich überall. Wenn man am Strand spazieren geht, ja, dann findet man überall den Müll. Und zwar nicht den Müll, den man noch aufsammeln kann in wohlmeinenden Aktionen, sondern Mikroplastik, ja, winzige Stückchen, die wir nie wieder werden aufsammeln können. Und so sieht es überall aus. Ja. Die Chemikalien sind überall und auch in den hintersten Ecken des Planeten, die vielleicht noch nie ein Mensch betreten hat. Im Eis der Arktis, im Eis der Gletscher des Himalaya. Ja, wenn die schmelzen, dann setzen sie Pestizide und Quecksilber frei. Im Körper jedes Neugeborenen finden wir schon all diese Stoffe. Nicht gerade in unserer Erfahrungswirklichkeit präsent, aber hochsymbolisch ist natürlich der Weltraumschrott. Ja, die ganze Erde ist wirklich umgeben, ja, von so einer Wolke aus Bruchstücken alter Raketen und Satelliten. Ja, wir haben unsere ganze Welt, unseren Kosmos eingehüllt in eine neue Sphäre aus Müll. Ja. Wie haben wir uns in diese Situation hineinmanövriert? Nun, wir sind hineingerutscht. Im Grunde ist das eine Geschichte, die man über Jahrtausende oder sogar Jahrmillionen erzählen kann. Menschen machen irgendwie schon immer Müll. In gewisser Weise können wir sagen, glücklicherweise, sonst wüssten wir von unseren Vorfahren nicht so viel. Ja, Archäologen suchen im Müll. Und was sie finden, ist im Wesentlichen Müll. Es sind die Dinge, die achtlos weggeworfen wurden. Ja, Splitter, die beim Hauen von Steinen übrig geblieben sind und die man hat liegen lassen. Ja, und heute finden die Archäologen sie. Und glauben übrigens, leben immer in dem Komplex, dass sie eigentlich das Wesentliche verpassen. Ja, sie finden ja nur den Müll. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob sie nicht gerade das Wesentliche finden, das, was über eine Zivilisation am meisten aussagt. Und wenn man diese geschichtliche Spur der Zivilisation liest, dann sieht man einige Entwicklungsgesetze. Ja, wir alle kennen die Erfolgsgeschichte der Menschheit, die große Fortschrittsgeschichte, die Geschichte der großen Erfindungen einer sich immer weiterentwickelnden Technologie, die es uns erlaubt, immer komfortabler zu leben und mit dem Unbill der Natur immer besser zurechtzukommen. Das mag auch eine Facette der Wirklichkeit sein. Aber diese Erfolgsgeschichte hat eben auch eine Rückseite. Je komplexer die Technologien werden, desto komplexer wird auch der Müll, der anfällt. Und das ist ein Verdacht, der einem heute kommen kann. Die Komplexität des Mülls wächst vielleicht sogar schneller als die unserer Technologie. Warum ich das sage? Nun, wenn man sich den Müll anschaut, der heute anfällt, dann haben wir damit ein Problem geschaffen, welches wir heute nicht mehr lösen können. Am flagrantesten sieht man das vielleicht bei dem hochradioaktiven Abfall. Wir produzieren auf der ganzen Welt diesen Abfall und es gibt nirgends auf der Welt eine Lösung. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es nur ein einziges Endlager für hochradioaktiven Abfall auf der ganzen Welt, in Finnland. Das ist gebaut, aber noch nicht in Betrieb genommen. Und sonst hat kein einziges Land, welches Atomenergie benutzt, eine existierende Endlagerlösung. Die größten Teile des Atommülls stehen einfach in den Kernkraftwerken, in den Abklingbecken. Ah, und das ist technisch die katastrophalste Lösung, weil sie eine permanente Kühlung, das heißt ein Stromverbrauch, ja, verlangt. Ja, eigentlich wollen wir mit Atomenergie Strom produzieren, ja, aber der Atommüll frisst den Strom wieder auf. Wir brauchen ihn permanent, um diesen Atommüll zu kühlen, damit es nicht zur atomaren Katastrophe kommt. Ja, und bei einem Stromausfall würde es dazu kommen. Ja. Die zweitbeste Lösung ist, den Atommüll in die Kastoren zu packen. Ja, man vitrifiziert ihn und packt ihn dann in diese Stahlbehälter. Und diese Stahlbehälter, nun, das sind ja keine Lagerungsstätten, sondern das sind Transportbehälter. Ja, und die kann man nirgendwohin transportieren, weil sie keinen Bestimmungsort haben. Das heißt, sie stehen in sogenannten Zwischenlagern. Und aus diesen Zwischenlagern werden schleichend Langzeit-Zwischenlager. Ja? Ein Euphemismus dafür, dass wir einfach keine Lösung haben. Wir haben eine komplexe Technologie geschaffen, die Atomkraftwerke. Diese Atomkraftwerke produzieren Müll, aber es fehlt uns die Technologie, um diesen Müll wieder Herr zu werden. Ja, das heißt, der Müll, unser eigenes Produkt, übersteigt unsere technischen Kapazitäten. Er ist irgendwie komplizierter als die Technik, die ihn hervorbringt. Was können wir heute tun, um diesem Müllproblem zu begegnen? Denn wir müssen es ja, wir können die Hände nicht einfach in den Schoß legen. Die Situation wird immer schlimmer und wir haben uns mit dem Müll ein Erbe aufgehalst, mit dem alle zukünftigen Generationen werden leben müssen. Ja, der Atommüll hat eine Lebenszeit von Jahrzehntausenden, Jahrhunderttausenden, gar Jahrmillionen. Chemikalien, die wir überall hinter uns lassen,
bei denen sieht es nicht anders aus. Auch da gibt es Moleküle, die sehr resistent sind, die nicht einfach zerfallen, ja, die von der Biosphäre nicht resorbiert werden können, die von der Natur nicht recycelt, weiterverwandelt, entschärft werden können, sondern die bestehen bleiben. Das heißt, wir brauchen eine Lösung für den Müll. Und ich denke, das größte Problem ist, dass wir durch unser Glauben an die Technologie vollkommen blockiert sind. Ja, wir sind darauf fixiert, dass wir für die Probleme, die wir mit Technik erzeugen, auch wieder eine technologische Lösung brauchen und dass es die auch geben wird. Aber wenn wir realistisch sind, ja, dann ist das nicht so. Und überraschenderweise sprechen die realistischsten unserer Mitmenschen das auch aus. Ja? Die Menschen, die wir dafür bezahlen, dass sie realistisch sind, nämlich die Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja, wenn man in deren Publikationen schaut, dann wird einem ganz anders, weil die ganz offen aussprechen, wir haben keine Lösung. Ja, wir haben eine Katastrophe geschaffen. Wir können versuchen, diese Katastrophe irgendwie einzudämmen, aber eine Lösung haben wir nicht. Und das ist eine Situation, da muss man die Parameter wieder auf Null setzen. Da muss man wirklich sich grundsätzlich fragen, was kann man hier überhaupt noch machen? Und ich denke, es gibt Lösungen. Ja, es gibt Dinge, die wir tun können. Die eigentliche Lösung heißt vielleicht einfach, wir sollen keinen Müll mehr machen. Ja, es ist eine Low-Tech-Lösung, sie ist einfach. Wir haben alles, was wir brauchen. Man braucht nämlich gar nichts dafür. Aber, und ich glaube, deswegen wählen wir diese Lösung nicht, sie ist natürlich unangenehm. Ja, sie zwingt uns dazu, wirklich die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie wir konsumieren, radikal zu überdenken und zu ändern. Und das scheint mir die eigentliche Krux bei der ganzen Geschichte zu sein. Ja, warum lieben wir so sehr den Gedanken, dass es eine Hightech-Lösung für unsere Hightech-Probleme gibt? Nun, weil das eine Lösung ist, die hinter den Kulissen geschieht. Ja, vorne auf der Bühne ändert sich gar nichts. Wir leben einfach unser Leben weiter. Ja, unser ruhiges Leben als Konsumentinnen und Konsumenten. Und dabei entstehen Probleme, aber die werden irgendwie hinter unserem Rücken auch wieder gelöst, ja, von klugen Menschen. Ich plädiere dafür, aus diesem Techno-Fix-Paradigma, also der Vorstellung, dass es für jedes Problem auch eine technische Lösung gibt, auszubrechen, einfach um das Problem nicht weiter voranzutreiben. Denn das tun wir ja heutzutage. Ja. Natürlich ist Müll ein Thema, Recycling ist ein Thema und so weiter und so fort, aber de facto produzieren wir immer mehr Müll, immer komplizierteren Müll, immer gefährlicheren Müll. Und damit müssen wir aufhören. Ja. Und ich denke, da ist Low-Tech tatsächlich ein Element. Ja, einfach weniger Müll machen. Aber gleichzeitig ist natürlich jede Menge Müll in der Welt, mit dem wir irgendwie umgehen werden müssen. Ja, und das muss man sich auch bewusst machen, dass es Teil unserer Zukunft sein wird. Ja, es wird in der Zukunft Berufe geben, Menschen, die einfach nur diese Altlasten irgendwie verwalten. Ja, das werden Menschen sein, die werden hoch ausgebildet sein, also junge, talentierte Menschen, ja, werden wir auf diese Karriereschiene schicken müssen. Ja, die werden lernen, wie man ein altes Atomkraftwerk verwaltet. Ja, das ist für nichts mehr gut. Ja, niemand hat mehr die Illusion, dass für die Gesellschaft da irgendetwas entsteht. Ja, im Atomzeitalter konnte man diese Illusion ja noch haben. Ja, die Ingenieurinnen und Ingenieure konnten erhobenen Hauptes morgens zur Arbeit gehen, in dem Glauben, ja, dass sie ein neues Paradies schaffen, ja, in welcher Energie im Überfluss da ist. In Zukunft, ja, wird man auf die Arbeit gehen und wissen, dass man einfach nur die Altlasten der letzten Generationen verwaltet und uns Lebende irgendwie notdürftig davor schützt. Ja, das ist keine besonders schöne Aussicht. Ja, individuell nicht, ja, dass Menschen ihr Talent in so eine unsinnige Tätigkeit investieren müssen, aber auch gesellschaftlich nicht, ja, dass wir gesellschaftliche Ressourcen dadurch binden lassen werden müssen. Aber wir werden es tun und das wird auch Hochtechnologie sein. Ja? Das heißt, in gewisser Weise stecken wir auch in einer Falle. Ja? Die kulturelle Entwicklung, die uns dieses Müllproblem eingebrockt hat, ist nicht rückgängig zu machen. In der Archäologie, in der kulturellen Evolution, da spricht man von dem sogenannten Ratchet-Effekt. Ja? Die kulturelle Entwicklung der Menschheit ist wie so ein Wagenheber. Ja? Man hört beim Wagenheber ja immer dieses Einrasten, das macht immer Krack. Und dann hat man eine Stufe erreicht, ja, und dann arbeitet man wieder, es macht wieder Krack und man ist wieder drin. Und das wird immer als ein Fortschrittsnarrativ eigentlich verstanden. Ja, man sieht, wie der Wagenheber die Kultur hebt, aber das kann man natürlich auch negativ lesen. Ja, wir kommen nicht mehr zurück, auch wenn sich herausgestellt hat, dass wir in die falsche Richtung gegangen sind. Ja, wir haben uns auf eine technologische Zivilisation eingelassen und in der werden wir leben. Ja, wir können versuchen, mit weniger Technik das Problem nicht noch weiter anwachsen zu lassen, aber das Problem, welches schon da ist, werden wir auch mit Technologie
bekämpfen müssen. Und versteht sich eigentlich von selbst, dass ich damit keine individuellen Bemühungen meine. Heute versuchen viele Menschen auf der Ebene des Umkreises, den sie durch ihre individuellen Handlungen erreichen können, irgendwie zumindest nicht mehr zu Komplizen des Problems zu werden. Ja, und das ist als Verzweiflungstat auch durchaus verständlich. Ja, man geht in den Unverpacktladen, ja, weil man nicht selbst noch dazu beitragen möchte. Aber es ist vollkommen klar, wir haben es hier mit einem Problem auf der gesellschaftlichen Ebene zu tun. Es ist ein politisches Problem, welches auch nur auf dieser Ebene angegangen wird. Was nicht bedeutet, dass wir uns auf unsere Politik, wie sie heute existiert, verlassen können. Ja, gerade die Politik scheint wirklich in diesem Technofix-Paradigma gefangen zu sein. Ja, sie geht fest davon aus, dass es für jedes Problem irgendwann auch eine geniale Lösung geben wird.